Hey Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge vom Bus Simulator 21 und gleichzeitig auch zum ersten Video mit meinem neuen Mikrofon. Denke ich mal. Ich habe zwar schon was aufgenommen, aber das kommt wahrscheinlich später als dieses Video. Deswegen, ja, okay. Das ist das neue Mikrofon, was ihr jetzt, wodurch ihr mich gerade hört. Es ist etwas anders. Die Klangqualität ist natürlich deutlich besser als bei dem Headset-Mikrofon und ich hoffe, man kann sich auch an diesen Klang gewöhnen. Deswegen erstmal jetzt eine Folge vom Bus-Simulator. Genau, ich wollte nochmal eine Tour durch Lakeside View machen. Und ich glaube, ich bin diese Route hier noch nicht gefahren mit euch. Die Linie Nummer 19, die führt hier von Lakeside View bis hierhin über den Zopp. Dass wir da auch mal wieder lang fahren, bin ich ja auch länger nicht. Und ich hoffe auch, dass ich nach der Tour dann Lakeside View auf Stufe 3 verbessern kann, was ja hier eine Aufgabe ist. Deswegen würde ich sagen, fahren wir die Route jetzt. Mal sehen, ob das Video wird wahrscheinlich wieder nicht so lang, aber genau. Ich habe, glaube ich, auch, ja, was heißt glaube ich? Ich habe einen neuen Bus, den E-Citaro G, also eigentlich der E-Citaro, aber eben in lang. Und mit dem werden wir jetzt die Route fahren. Den kennt ihr, glaube ich, auch noch nicht. Bin ich noch nicht mitgefahren. Und es regnet. Regnet das oder war? Was ist hier? Hallo, lädt's? Hallo? Nee, es regnet nicht. Okay, wir sind irgendwo am Wasser. Alter, es laggt total. Hilfe! Warum laggt es so? Jetzt nicht mehr, aber eben hat es richtig. Ja, doch, okay. Nein, es laggt gar nicht mehr. Hilfe! Spiel. Was ist denn los heute? Zahltag, alles klar. Verpiss dich, Digga. What the fuck? Irgendwas hat gerade gebuggt, weil bei mir hat Discord auch gerade irgendwas gemacht. Also, warum laggt das so? Hilfe, ey. Mach mal Türen zu. Kann ich los? Ja, ich kann los. Ich bin noch nie schwarz gefahren. Ich bin so nervös. Moment. Wer hat gerade gesagt. Nein, nicht die Absenkung. Oh. Wer hat gerade gesagt, dass er noch nie schwarz gefahren ist? Ja, bitte. Das muss kontrolliert werden. Alter, diese. Ja, guck, sag ich doch. Klar. Die war das also, die das gesagt hat. Naja, okay. Ach so, und übrigens mit dem Mikrofon. Lex! Hilfe! Warum leckt es so scheiße? Ich verstehe es nicht. Egal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch, dass es gerade leckt. Ja, okay. Natürlich, doch, es ist, glaube ich, schon schlimm, weil es ist leckt extrem. Naja, jetzt geht's gerade wieder. Ich darf mich, glaube ich, nicht wirklich umgucken. Ja, Junge, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ja, Kannstein touchiert, Digga. Junge, so schlimm, oh mein Gott. Sorry. Egal, ja, dann leckt's jetzt diese Folge leider ein bisschen. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Genau pünktlich. Aber zur nächsten Folge wird es hoffentlich wieder besser sein. Ist auch ziemlich laut, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist die Technik nicht ganz so ja, korrekt gerade. Aber okay, ja. Mit dem Mikrofon, man muss sich halt dran gewöhnen, weil meine Stimme auch echt anders klingt durch das Mikrofon. Als mit dem anderen, vom Headset eben. Und ja, bei den anderen Videos, die in Zukunft kommen, wird dann ja auch meistens Hintergrundmusik sein, also bei Roblox zumindest. Das nächste Video wird wahrscheinlich auch ein Roblox-Video sein. Und genau, mit Hintergrundmusik klingt das dann ja immer auch nochmal ein bisschen anders. Oder es erscheint ein bisschen anders. Was ist denn jetzt los? Hinten ist noch auf. Hast du gerade den Typen gesehen, Junge. Mit seinem Hamster in einem Warum haben wir eigentlich eine Minute 20 Verspätung? Na, egal. Das ist hoffentlich gleich wieder raus.
Okay, steigen Sie aus. Aber jetzt geht's gerade mit den Lags auch wieder. Okay, es will... Es hat doch gerade jemand gedrückt. Warum ist niemand ausgestiegen? Na gut, egal. Haben Sie das auch mal hinzugefügt? Hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist... Ey! Spiel! Aber das Audio leckt auch nicht. Es leckt nur das Bild. Also, das ist ja echt... Alter! Was? Ich kann nicht mal richtig lenken! Ich hab gewonnen! Ja, du liebe Zeit! Du hast nicht gewonnen! Freu dich nicht so, wir haben gerade einen Unfall gebaut und es leckt extrem. Ja, geil, Digga. Die Technikfirmen bei Denali Research sehen super aus und ich kann es kaum erwarten, mich dort zu bewerben. Ich habe jemanden namens Technikfirmen. Der war nett, aber ein bisschen traurig. Okay. Ja, Lautstärke ist glaube ich auch immer noch ein bisschen zu laut von dem Game. Ist mir mal so aufgefallen beim Schneiden, aber wenn man es dann auf dem PC sich wieder anguckt, dann ist es wieder nicht so laut. Also vielleicht kann da von euch auch mal irgendjemand in die Kommentare schreiben, ob die Lautstärke so passt oder ob das eben leiser oder lauter ist, sein soll. Weil bei den Bus-Simulator-Videos ist ja auch keine Hintergrundmusik. Also da schneide ich keine Hintergrundmusik rein. Das mache ich nur bei so nebenbei Roblox-Videos und so. Alter, was labern die da hinten schon wieder die ganze Zeit? Was für Unternehmen, Digga. Aber wie viel Geld würden Sie investieren können, wenn Ihr heutiges Investment aufgeht? Ich investiere Was in... Wie lang ist bitte dieser Dialog? Jetzt ist auch noch jemand eingeschlafen. Wer ist eingeschlafen? Sie. Aber der Bus ist echt voll, ne? Oder kommt mir das nur so vor? Nö, der ist voll. Also nicht ganz voll, aber relativ voll. Weil die Lags sind echt nervig heute. Naja, gut. Ach so, und falls irgendwas mit dem Mikrofon nicht klappen sollte, habe ich natürlich auch das andere noch hier. Also ich kann theoretisch auch noch mit dem alten vom Headset aufnehmen. Das wäre nicht das Problem. Aber eben, jetzt kommen erstmal so ein paar Videos mit dem zum Testen. Und ja. Schreibt gerne mal, wie euch das so gefällt. So, und jetzt sind wir gleich beim Zopf. Let's go. Und dann können wir hoffentlich die Aufgabe gleich abschließen. Wenn ich gestresst bin, betrachte ich gerne die Aussicht von der Hand. Ich fahre hier mal kurz hin. Den übergebe ich den Bus hier jetzt auch. Sind wir ja ein bisschen gefahren. Ist die heutige Folge auch wieder etwas kürzer, aber mit den Lags ist es vielleicht auch besser so. So, einmal bitte einsteigen, aussteigen. Ja, Transit Terminal. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass man nicht hier auch noch eine Haltestelle hat. Also, dass man theoretisch auch hier hinfahren kann. Und dann wird einem wieder so gesagt, ja, bitte in Haltebucht 2 halten oder so. Das fände ich auch ganz cool. Weil das ist halt echt groß, das Transit Terminal. Und dann fährst du hier immer auf diesen selben Weg. Das ist halt ein bisschen langweilig so. Aber ansonsten ist das sehr cool und groß. Weil groß mag ich ja eigentlich auch. Das ist, ja, gut. Okay, dann kann ich hier irgendeine Haltestelle upgraden? Ja, kann ich. Dann wird wahrscheinlich jetzt gleich ein Dialog kommen. Die Bewohner von Lakeside View haben die neuen Routen positiv aufgenommen. Das ist ein weiterer Imagegewinn für unser Unternehmen. Wo wir beim Imagegewinn sind, die Route zwischen Denali Research und Coyote Bush läuft wie geplant. Die Wissenschaftler, die bei Coyote Bush Bodenproben entnehmen, fanden die direkte Anbindung toll. Jetzt müssen sie Proben am Hafen sammeln. Ich habe kürzlich mit der Hafenverwaltung gesprochen. Sie haben darüber nachgedacht, eine Anbindung zum Hafen zu etablieren. Das würde bedeuten, dass nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Unternehmen und ihre Kunden zu deinen neuen Fahrgästen werden. Okay. Ja. Interessant. Jetzt muss ich den Hafen erstmal noch richtig... Stimmt, da gab es ja nie wirklich was zu der Story vom Hafen. Es wurde einfach irgendwann freigeschaltet und ich konnte dahin. Ja, okay. Dann mache ich da, fahren wir vielleicht da nochmal was oder ich mache die Aufgaben fertig und dann gehen wir zum nächsten Gebiet oder so. Aber das war es erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, das Mikrofon ist okay für die Videos.
Ich hoffe, da gibt es ein bisschen Feedback auch von euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.